So, ein wunderschönes Klickerchenbuch, Folge 65. Yay! Ja. Man sieht. ich habe es tatsächlich geschafft, über Nacht ihn hier so weit zu leveln, dass alleine er pro Level schon mehr kostet, als wir hierfür brauchen. Okay. Wir haben auch, also, ja, die 1000-Level-Marke bereits geknackt. Und entgegen meiner Annahme gibt es tatsächlich auch noch bei Level 1000 einen extra Boss. Und zwar einen süßen Hasen. Ist der nicht süß? Ja. So viel zu dem, der. So, ansonsten, was uns erwartet jetzt? Lalalala, genau. Ja, gestern natürlich, wie musste es auch anders kommen? Genau, nach der gestrigen Aufnahme, wo ich ja meinte mit, oh, vielleicht kriege ich noch eine 12 Stunden Goldmission, das wäre ganz geil, könnte ich doch vielleicht noch eine Aufnahme machen. Ja, kam auch, 2 Stunden Goldmission, aber wie man hier an den Balken sieht, schon direkt nach 5 Minuten oder so, pop, verstorben. Danke dafür. Ja, das war dann also nichts. Aber wie gesagt, ist kein Problem, weil wir haben ja jetzt schon hier 2 Missionen übrig, ne, die jeweils weit über 85 bringen. Und selbst wenn nicht, habe ich wie gesagt über Nacht so hart gelevelt, dass wir quasi einfach nur noch auf eine Schatzkiste warten müssen und haben bereits wieder apostrophisch viel Gold. Und wir haben bereits jetzt schon wieder so viel, dass wir hier quasi schon ein Level kaufen können. Yay! Ja. Das ist ganz geil. Das heißt, wir tun auch das. Gucken, Level 1005 habe ich auch schon aus Versehen geknackt. Da ist wieder normaler Boss. Das heißt, wir sind jetzt gerade Level 1006. Und, wie vermutet, haben wir die 40.000 Mark auch schon locker geknackt und sind jetzt sogar schon dabei, an der 50.000 warum Mark? Hero Soul Marke zu knacken. Sind wir gerade dabei, an der 50.000 Mark? Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Nee, also wir sind fast wieder bei 50.000. Schluss aus, basta. Alter, was ist hier los mit mir heute? Boah. Ich wäre ganz geil, wenn es noch eine Kiste kommt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir benutzen doch einfach hier einen von den beiden. Ich meine, bietet sich ja an. Let's Wobbling. So, ja, das ist leider mal wieder. Ach, Alter, dass sie mal sterben müssen. Ich verstehe das nicht. So, ich krieg's mal ein Level. Hat der nämlich nur mal die vierfachen Schaden. Und das restliche geht dann mal hier rein. Kriegen wir nochmal 10 Level? Ja, lol. Nochmal 5? Ja, lol. Alter, du wirst zu stark. Ey, Junge, hör auf, bitte. Es tut mir leid. Lol. Das nenne ich mal, ja, geil. Läuft er wieder. Digga, was geht? So, wir haben wieder ein paar Guilds, logischerweise, klar. Ach komm, einfach mal alle öffnen hier. Bam. So, was wir jetzt machen könnten, wäre tatsächlich sie ein bisschen hochleveln. Das war die Shift-Taste, ne? Hold Shift to give the hero one, genau. La 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 la. Machen wir mal bis auf 10. Easy. Also wir leben wieder ein bisschen was. Dass sie sich immer gegenseitig beklauen müssen, ey. So. Okay. So. Damit hat die auch schon mal ordentlich Power. Insta-Club war leider nicht, aber wir kommen auf jeden Fall gut voran. So, Level 1020 kommt gleich. Gucken, ob das Primal ist. Wäre ganz cool, dann kriegt man nämlich die 50.000er Marke. Nein, natürlich kein Primal. Mann, ho! No. Ich will Primal. Ich bin noch Prime-Kunde. Okay, ist ja gut jetzt. Ja, Schatzkiste. Lololol. Ja, und warum man sich fragt, wie gesagt, ne, Level 525 wäre bei weitem nicht nötig gewesen, aber wie gesagt,
ist halt über Nacht passiert und über Nacht kann ich ja nicht alle 3 Stunden oder alle Stunde aufstehen, gucken, wie viel weiter gelevelt ist und dann irgendwann die Hand einfach wegnehmen, sondern ja, über Nacht levelt er einfach so lange, bis nicht mehr geht. Und wenn das halt so weit ist, Alter, schon wieder kein Primal. Mann, wir brauchen mehr Primal. Und wenn das halt komplett ins Bodenlose versinkt, ist halt leider so. Aber dafür, na, kommen wir jetzt schon gut voran. Ich meine, mittlerweile haben wir wieder hier die Oberhand, ja genau, 92%. Aber als wir hier das erste Level gekauft hatten, hatte er immer noch mehr als 90%. Jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt ist es noch 2%, weil wir ihn mittlerweile auch schon, jetzt gerade schon hochgebumpt haben. Hochgebumst haben. ja. Krank. Einfach nur krank. Und ich habe gestern auch mal rein testhalber ein bisschen wieder aktiv gespielt, halt also mit den beiden Fingern hier auf die Monster und dann mal gucken, wie weit wir mit der Combo kommen. Und tatsächlich, weil wir hier diesen extrem großen Bonus haben von 60.000% und der ja nicht nur gilt, wenn idle ist, so wie unser anderer Bonus hier, sondern der halt immer gilt, kommen wir mittlerweile auch mit dem aktiven Bild extrem weit. Und zwar geil weit. Viel weiter als letztes Mal, wo wir überhaupt nicht weit kamen damit. Man konnte, wie gesagt, natürlich kaum Gold. Heißt also, um Monster zu kaufen, ist das keine Möglichkeit. Aber um am Ende der Lebenszeit einer Ascension quasi nochmal schön, ja, um nochmal praktisch Ebenen zu farmen, um nochmal Heroes Soul zu bekommen, weil die bekommt man ja unabhängig davon, ob man edelt oder nicht. Dafür ist es tatsächlich mittlerweile wieder ganz praktisch. Tja, und bei der nächsten Ascension haben wir einfach mal 10.000 Heroes Souls. Das ist awesome. Das ist so krank. Ich glaube, ich bekomme Schnupfen. ja. So, hier haben wir nochmal 89 und die anderen beiden müssen noch ein bisschen reifen. Die kriegen wir dann erst in der nächsten Aufnahme. Aber gut, reicht ja auch vollkommen aus. Boah, die haben sogar bei der 90. Na klar, ist ja auch eben. Wenn die Dinger länger dauern, kriegt man da natürlich auch mehr. That makes sense. Aha, sollte ich? Nee, bleiben wir nicht hängen. Dachte gerade schon, wir bleiben schon wieder hängen, aber. Pustekuchen, wenn wir hängen bleiben könnten, ey, ist der schon, ey. Ne? So, ansonsten. Ja. Das hier verstehe ich absolut nicht. Wir haben immer noch nur 15. Ich habe keinen Plan. Also, ich muss mal in die alten Aufnahmen gucken. Wir hatten früher. Da, wenn er darf. Hier einen Faktor von fast 50. Aber ich keinen Plan, wie wir den erreicht haben. Ich meine, es war jetzt relativ uninteressant, weil wir ja jetzt hauptsächlich passiv spielen. Aber eben, gerade wenn wir auch wieder ein bisschen aktiv spielen wollen, weil hier die Kombo so geil ist, dann wäre es halt auch schön, wenn wir wieder schön hoch mit dem nächsten Monster kommen. Ich kann ja einfach mal probieren hier, ne? Einfach mal ein bisschen so bam, bam. Bam, bam, bam. Dann nehmen wir. So. So, alle schön 200 Level geben hier. Bam. So, machen wir mal hier Bam. Gucken, ob sich jetzt was verändert hat. Ha, auch hat man auf 18. Ha! Seltsam, seltsam. Echt seltsam. Na gut. Na gut. Okay. So, gleich haben wir wieder 50 Level. Das heißt, wir können. Oh, wir fangen aber langsam an, hier langsamer zu werden. Hey, wir fangen langsam an, langsamer zu werden. Ja, that makes sense. Das heißt, vielleicht sollten wir doch gleich mal den zweiten Boss hier noch reinklatschen. Ich glaube, den Boss könnten wir schon nicht mehr schaffen. Wir gucken mal. Aber so langsam wie die runtergehen, glaube ich das nicht wirklich.
Ja, oder doch? Ne, 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 bei weitem nicht. So. Das sieht doch schon besser aus. Tja, und da bin ich dann hier auch schon die nächste im Haus, ne? Unsere. Alter, warum haben die alle so beknackte Namen? Und Tja. Gladay. Bitte, wer? Wer denkt sich solche Namen aus? Mal gucken, wie ihr Börschchen heißt. Franziska Wien. Orange Ina. Wiesela. Das sind normale Namen. Warum haben die eigentlich im Deutschen, wenn die extra im Deutschen neue Namen haben, ja? Warum haben die trotzdem englische Namen? Die hätte doch ruhig hier Max Mustermann oder Müller, Hans-Peter Müller heißen können. Der Deutsche. Voll Deppen. So, ach, siehst du, wir können ja mal wieder sprechen hier, ne? Ist ja, ne? Hat sich ja hier einiges, ne? Lohnt sich. Ja, wir haben hier schon wieder ein paar oder immer noch, keine Ahnung. Ach, The Masked Samurai. Ach ja, siehst du, noch was. Wir haben 103 Rubine. Das heißt, die nächste Transaction kann kommen. Wir brauchen auch nur noch 5. Dafür kriegen wir einen definitiv. Ja, jetzt bei der, ne, beim Überschreiten, also hier, Quatsch, genau, bei der Ascension. Und ja, dann gucken wir mal, wie viel wir brauchen bis zur nächsten. Bin ich mal gespannt. So. Haben wir auch. Gut, dann war es das jetzt eigentlich auch schon, ne? Viel mehr bleibt uns hier erstmal nicht zu tun. Außer vielleicht ihn noch auf ein schönes Level zu heben. So, 550 sieht schon besser aus. So, 450, 500, 550. Und der bräuchte jetzt eigentlich 600, aber das wäre noch zu teuer. Vor allem eigentlich komplett sinnfrei. Erstens wäre das eine ziemliche Geldverschwendung. Ich meine, wenn er irgendwann Level 300 oder sowas ist, dann wäre es hier auch kein Problem, noch 100 Level zu kaufen. Aber jetzt erstmal wäre es halt eine tierische Verschwendung. Von daher. Und das nur fürs Optische, ne? Hier, damit hier schön die Steigerung drin ist, denke ich mir so, ne, brauchst du nicht. Wobei sind ja nur 50 Level, nicht 100. Aber trotzdem. Ah! Primal Boss! Wuhu! Hardcore! Ach, wir haben ja schon einen Primal gehabt. Lol. Yay. Und damit haben wir denn, naja. Ja, und wie gesagt, mittlerweile haben wir mehr als 2000 pro Hero Soul. Klar. Mehr als 2000 Hero Souls pro Hero Soul. Das macht doch Sinn. Nein, pro Primal Boss. Gott, Alter, ich sollte mich ins Bett packen. Ja. Das wird irgendwie nichts mehr. Hier mit meiner, mit meinen geistigen Erscheinungen. Also hier, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, das war's dann auch schon wieder. Wir haben endlich mal hier diesen Prindle schniert. Wobei hier dieser Name, ich mein, Pittellos, ich weiß halt nicht, wie man hier das H hier im Namen, Pithello. Er heißt ab heute, also, ist zwar jetzt hier gekauft, aber die nächste, die wird halt dann, ne, man merkt schon, aber, ne, also, ne, wir können durchaus in zwei, drei Ascension, können wir denn vielleicht auch sie in Angriff nehmen? Ha? Unsere gute Ischner?
Okay. Alle anderen haben doch hier ganz normale Namen. Sid, Treebeast, Ivan, Brittany, The... Okay, ist kein Name. Ist auch kein Name. Masked Samurai, auch nicht wirklich ein Name. Leon, auch kein Name. Alexa, Natalie, Mercedes, naja, ist ja eine Automarke. Bobby, ganz klassischer Name. Bowley, Lindoven. Also, das hier klingt doch normal, aber Lindoven? Naja. Sergei, Gorg oder Sergeant Georg der Zweite. Alter, ey. Ich war verdammt. Mein Mund will nicht mehr, mein Hirn will noch weniger. Okay, in dem Sinne würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich zu Doom Eternal wieder. Da haben wir die eine Map müssen wir da ja noch fertigstellen. Jo. Hoffentlich geht die Map auch so schön weiter, wie die Folge dann aufgehört hat. Die ist nämlich echt geil bisher. In dem Sinne, oh, ich glaube, den Boss schaffen wir schon nicht mehr. Schade. Naja, was soll's. Gut, in dem Sinne, ne? Schau mit V.